Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und das hier ist der 16-jährige Jeremy Wiederkehr. Aus der Schweiz, extra angereizt. Du hast eine Menge Mist gebaut, es ist einiges passiert. Wir beginnen mal mit dem ersten Punkt. Fristlose Kündigung bei ESN. Ziemlich reingeschissen habe ich an dieser Stelle. So, und nochmal 14 Kilo an Gewicht verloren. Wirklich, sage und schreibe 14 Kilo. Wir haben einiges zu besprechen und dann werden wir hier ein vernünftiges Beintraining mal machen und schauen, wie du dich anstellst. Komm, auf geht's. Genau so, schön böse. Zwei, Schub. Weiter. Komm. Drei, Schub. Da. Alter. Feiner. Schieb. Atmen. Haben wir heute aber einen ziemlich schlechten Tag erwischt, Alter. Normalerweise macht er mit 140, 150 seine Vierer-, Fünfer-Serien. Der Flug hat dich zu viel Energie gekostet. Kannst du den Leuten mal erklären, was du für Mist gebaut hast, um fristlos bei ESN gekündigt worden zu sein? Es kennen vielleicht ein paar von euch, Instagram hat so eine neue Plattform, Threads. Mhm. Und es ist wie Twitter, also kann man einfach so Textsachen schreiben. Und da habe ich... Das ist so die Raucherecke von Instagram eigentlich, wo man sich mehr traut, wo man denkt, man ist inkognito, das sieht ja keiner, man ist nur, ne? Ja, aber nicht ganz so. Auf jeden Fall habe ich dann bei gewissen anderen Leuten habe ich so Posts gesehen, wo ich mir so gedacht habe, das ist witzig. Und dann habe ich so, das Gleiche geschrieben oder irgendjemand hat geschrieben, so was können Männer besser als Frauen, habe ich geschrieben, was können Frauen besser als Männer. Und das ist halt... Du hast auf den Post reagiert und das ist völlig falsch angekommen. Ja, das ist so... Und du wolltest auch ein bisschen provozieren, ein bisschen schon, ne? Du bist ja so ein kleiner Ich wollte einfach irgendwelche Scheiße labern. Mhm. Hab gedacht, dass ich hab's mit Humor genommen bei anderen. Hab gedacht, es wird mit Humor genommen. Auch gewisse sagen, ey, das ist witzig oder ey, die Meinung habe ich nicht, aber okay. Weil, also ich gehe so, mit anderen Meinung gehe ich so um. So, aber okay, was ist du hast jetzt deine passiert? Meinung. Du hast unter Umständen. Ich habe Leute damit diskriminiert und Leute haben sich da schlecht gefühlt oder so, wo sie das gelesen haben oder beleidigt gefühlt, was absolut nicht mein Ziel war, weil ich will ja niemanden beleidigen. Ich habe mir aber gedacht, hey, das ist witzig, wenn ich das poste. War überhaupt nicht witzig, ist auch völlig falsch angekommen. Ja. Und das war so schlimm, in einfachen Strichen, doch schon, dass ich einfach ESN da Stellung beziehen musste und gesagt habe, du gehst raus. Die Geschichte, es ist wirklich so passiert. Du hast mich angerufen. Wir können sogar die Mail einblenden, fristlose Kündigung. Du hast mich angerufen, mit deinem Papa zusammen warst im Auto und sagst, ach so, Johannes, ich bin übrigens gekündigt, fristlos bei ESN. Hast du mich jemals sprachlos erlebt? Ich glaube nicht. Und da war ich wirklich 10, 15 Sekunden. Ja. Ich konnte also mein Dad hat im Auto so gesagt, ich habe so, hallo, und mein Dad so, ja, und ich habe mich so fristlos gekündigt. Johannes so, wollt ihr mich verarschen? Auf geht's, mein Kampfwerk. Komm, eine schöne Serie machen. Komm, Recht. 7. Arbeit. 8. Kontrolle. Ich war stärker an dem ersten Tag ich hab nach meiner Krankheit, wo ich 14 Kilo verloren habe. Am ersten Tag lief das Training besser als heute. Ich habe das beobachtet, der hat mir regelmäßig die Videos zugeschickt, auch von der Kniebeuge. Ich habe es wirklich gesehen. Also wie bei den Jungen, der es heute beim schlechten Tag erwischt. Aber es ist alles halb so wild, Training. Weil du bist Gott sei Dank immer noch bei ESN, weil ich gedacht habe, so, ich habe so viel in dich investiert, so viel mit dir gemacht und dann versaust du das mit so ein paar dummen Sprüchen quasi online. Ich musste echt ein gutes Wort für dich einlegen. Ich habe jetzt das komplette Risiko auf meine Kappe genommen. Das heißt, wenn du jetzt irgendeinen Mist baust, bin ich dran schuld. Dann fliege ich auch bei ESN raus. Eltern haften für ihre Kinder, ne? Das ist wirklich so. Ich glaube, du hast es jetzt wirklich verstanden. Du wirst in Zukunft genau darauf achten. Ja, klar. Was du in der Öffentlichkeit von dir gibst. Ist ja klar. Also, ich bereue die Aussagen auch. Also, ich stehe da auch nicht dahinter. Und man muss natürlich sowas gehört absolut nicht ins Internet. Und man muss natürlich auch dazu sagen, du hast halt auch eine Schwäche. Dadurch, dass du ADHS und Asperger-Syndrom hast, ist Empathie nicht eine von deinen Stärken. Und das kann ja auch ein bisschen es ist auch keine Entschuldigung. Aber natürlich ist keine Entschuldigung, aber ich würde sagen, dass so, mir fällt es halt schwer. Und es ist ja nicht, dass ich wegen der Krankheit bezogen, ich habe diese Symptome und deswegen habe ich diese Krankheit. Also deswegen wird diese Krankheit diagnostiziert oder ist sie geworden. Eine dieser Symptome ist, ich kann mich nicht gut in andere Leute reinversetzen. Und nicht so ganz, ich habe das geschrieben, oh, das hat Johannes verletzt. Also jetzt nicht Johannes, aber es hat jemand verletzt und dann so, das sehe ich nicht. Und das ist halt das Problem, aber damit muss ich leben lernen, weil bringt mir nichts, wenn ich sage, ich habe eine Krankheit, darum fällt es mir schwer. Es ist einfach nur ein bisschen eingeschränkt und ein bisschen behindert. Da muss man sich ein bisschen zusammenreißen und aus seinen Fehlern lernen. Genau, und besser werden und das Lernen. Das ist wie im Training, wie im Gym. Wenn du besser werden willst, musst du auch... Zuerst fail, ja. Darfst du erst mal fail. Genau. Fail, fail again, fail better.
Wetter. Aber nochmal fällen darfst du auf jeden Fall nicht. Ich werde öfter mal gefragt, was die beste Mahlzeit nach dem Training ist. Meine Antwort ist immer die gleiche. Ein ganz klassisches Whey-Protein. Zum Beispiel ein Designer Whey von ESN oder ein Isoclear. Und da könnt ihr auch gleich euer Kreatin mit reinmachen, weil das vergisst man ja des Öfteren mal. Ne? Also an dieser Stelle, wir haben regelmäßig Wochenaktionen im Shop bei ESN, wo ihr immer mit dem Code Johannes maximal sparen könnt und mich natürlich direkt supporten. Also vielen Dank. Link ist in der Beschreibung drin. Langsame, kontrollierte Bewegung. Jetzt mal wirklich Bodybuilding machen, okay? Kontrolle und Schub. Wunderbar, genau. Knie nach außen, komm. Genauso. Alle. Hier, wunderbar. Komm, Knie raus, stabil. Schön. Ohne reinplumpsen, 6. Wunderbar, weiter, weiter, weiter. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. 7. Füße stabil auf dem Boden lassen, komm. Okay, prima, gut, schönes Ding. So, also bei ESN konnte ich dich auf jeden Fall nochmal vor dir selber retten. Ein letztes Mal. Wohlgemerkt, aber was ich nicht retten konnte, waren deine Gains. Also 14 Kilo ist ja schon wirklich krass. Man muss dazu sagen, so richtig viel Schuld, weiß ich nicht, ob du selber hattest, aber du bist auf jeden Fall krank geworden. Also viel Schuld hatte ich komplett selber. Das, ist das so? kann man nicht schönreden, denn ich habe so gut wie alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Als ich nämlich krank geworden bin, habe ich erstens nicht genug getrunken und gegessen. Ich hatte natürlich Mühe damit zu essen, weil es ja klar, wenn man krank wird, kriegt man nicht alles ein. Aber ich habe wirklich viel zu wenig gegessen und getrunken. Und das Schlimmste ist, als ich wieder gesund war, besser gesagt gedacht habe, dass ich gesund war, habe ich direkt, also um das genau zu erklären, bin ich direkt an dem Tag, bin ich früh aufgestanden, weil ich wollte meine Routine ein bisschen wieder reinkommen. Um 5, Alter, um 5 von einem Extrem ins andere. Ja, also komplett. Und dann Vollgas gegeben. Und nur irgendwie 3-4 Stunden geschlafen, dann Vollgas im Gym gegeben. Dann komme ich nach Hause und merke, dass ich komplett bin. Habe mir gedacht, scheiße, jetzt habe ich reingeschissen. Und dann wurde ich noch mehr länger krank. Und auch da habe ich wieder mit der Ernährung und dem Trinken komplett reingeschissen und war dann insgesamt irgendwie 2 Wochen oder so weg und habe in dieser Zeit 14 Kilo verloren. Junge, Junge, Junge. Und da muss man auch dazu sagen, und da muss ich mit ein paar von der Gummibärchen auch nochmal abrechnen, ihr habt, nachdem ihr euren Code bekommen habt, alle rumgeeiert und euch nicht mehr weiterhin ein ganz kleines Ziel gehalten, nämlich an den Plan. Ja. Und der war ja ganz klar eigentlich Muskelaufbauphase, um dann irgendwann eine Diät zu machen und vielleicht auf der Bühne zu stehen. Somit hast du dich von deinem Ziel natürlich ganz weit entfernt. Wird schwierig, weil man braucht nur die Diät machen, wenn man vorher auch ein bisschen Muskulatur aufgebaut hat. Bringt nichts, wenn ich 20 Kilo auf der Bühne bin. Werden wir uns nochmal gleich angucken bei einem Formcheck, wie das Ganze jetzt aussieht. Ich war selber erschrocken, wie schlank und dünn du warst. Also geisteskrank. Ging wirklich, also bei dir rucki-zucki hast du an Gains verloren. Unfassbar. Das sieht doch gut aus, Jaren. Weiter so. Ja, Kontrolle. Jawohl, genau so. Kämpfen, Junge, kämpfen. Weiter. Kontrolle. Push, ohne Pause. Ohne Plus. Du machst genauso weiter. Schieb. Ah, ist einfach warm, ja? Push. Ja. Kontrolle. Also ich muss ein wichtiges Learning, muss ich hier ganz klar nochmal sagen. Erstens, ich habe ihm keine Vorgaben am Anfang gemacht, was die Makronährstoffe angeht bei seiner Ernährung. Er sagt, du darfst so flexibel essen, weil du kennst dich aus. Ich habe sehr viel bei ihm vorausgesetzt. Das war ein großer Fehler, weil irgendwann hat er angefangen rumzueiern und die Ernährung nicht mehr so ernst genommen. So, zu wenig gegessen und noch die falschen Lebensmittel gewählt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einen festen Plan mit ihm zu machen. Den hattest du auch kurzfristig eingehalten, bevor du krank wurdest. Wir waren schon ganz gut drin. Und beim Training stelle ich erneut fest, dass es auch kein gutes Ding ist, wenn man ihm zu viel Spielraum lässt. Es gibt Athleten, die kann man ein bisschen machen lassen. Und es gibt auch wirklich Leute, die brauchen feste Vorgaben. Du bist total chaotisch und unstrukturiert. Du brauchst einen festen Plan. Habe ich ja. Und ich will von dir in Zukunft, das heißt, solltest du irgendwas an dem Plan verändern, sprechen wir das gemeinsam miteinander ab. Okay? Ja. Siehst du den Wahnsinn da hinten, der da komische Sachen mit dem Gummiband macht? Das ist Johnny Usupov, der war auch mal Bodybuilder und der kennt sich auch mit Bodybuilding aus. Wir gucken uns dich jetzt zusammen an beim Formcheck. Okay. Schauen wir mal, was übrig ist von Let's den Muskeln go. Noch. Ne? Mach mal. Relativ frische, 16 Jahre jung, ja. 1,73 groß würde ich sagen und um die 76 Kilo mittlerweile. Ne? Also man sieht in Klamotten schon, dass du eine schöne Schlüsselbeinbreite hast. Schlüsselbeinbreite ja, ja. hat. Allgemein für sein Alter sieht man noch Unterarme. Stabil, ne? Ja. Was habt ihr vor mit ihm? Eigentlich war geplant, im Herbst auf die Bühne zu gehen. Ja. Aber dafür müsste er eigentlich schon viel schwerer sein. Ja. Muskulöser, aber wir gucken jetzt mal ohne Klamotten, wie das Ganze aussieht. Ne? Also strukturell, guck mal an, was ja. der da rausholt.
Struktur ist auf jeden Fall da. Beine ein bisschen mehr strecken und die Hacken ein bisschen zusammen. Aber die Beine haben sich auf jeden Fall verbessert. Und das, obwohl er zwischendurch mal irgendwie 12, 13, 14 Kilo verloren hat. Ja. Und auch eine sehr gute Form immer noch, also ja, eine gute Härte. Ja. Schön, oder? Muss man nicht sagen. Also vielleicht kannst du verstehen, dass ich Bock habe, so jemanden auf die Bühne zu stellen. Ja, ja. Ne? Allgemein ist, ich finde, mit 16 jemand auf die Bühne, dass jemand auf die Bühne geht, ist kritisch. Kritisch, ja. Aber wenn man Ambitionen hat, und es ist ja auch cool für YouTube, Instagram, das Ganze zu zeigen. Ja, und ist halt auch Influencer, ne? Und ist auch Motivation für viele. Okay, jetzt mal ein paar Muskelposen, mein Lieber. Deswegen habe ich auch überlegt, weil ganz ehrlich, die Teenagerklasse ist von 13 bis 19. Warum soll er da jetzt mit 16 sich hinstellen, obwohl er noch viel mehr Muskelaufbaupotenzial hätte? Ne? Ja, ja. Weil die Linienstruktur ist gut. Klar, es ist cool, der jüngste Athlet auf der Bühne zu sein und trotzdem krass auszusehen, aber muss man sich ja die Frage stellen, ne? Aber Lattpose? Ich finde, wenn ich mir vorstelle, dass er komplett abgezogen ist, dann würde es schon ein gutes Bühnenpaket abgeben. Wir müssen uns gleich mal den Beuger nochmal von der Seite angucken. Ganz toll, Jeremy, wirklich, gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist natürlich auch seine Pose, ne? Yeah. Machen wir das Side-Chest, da muss man mal gucken, bei dem Beuger wollten wir auch verbessern. Aber ich sehe da so schon, da ist auf jeden Fall mehr Fleisch dran, ne? Schön, Beine sind gut. Dreh ich mal ein bisschen zu uns auch noch ein. Da verliert er ein bisschen, ne? Da fehlt so ein bisschen die Tiefe, aber die Pose kannst du noch besser stellen, genau. Die Pose kann er besser stellen, wo er die seitliche einfach so normal gemacht hat, sah voll aus. Genau, sah rund aus, voll aus, genau. Eine seitliche Trizeps noch. Ja, da fehlen halt einfach noch Muskeln. In bestimmten Posen sieht man es deutlich von hinten, weil der Rücken ist sehr gut. Doppelbizeps from the back. Der Rücken ist stark, der Bizeps ist stark. Trizeps braucht er mehr Fleisch. Der Frame ist halt auch einfach schön. Der Frame schön, ist krass, ne? Ja. Super. Jede cool Pose, wo man diesen X-Frame sieht. Ellbogen ein bisschen mehr nach innen. Rausdrehen, nach innen die Ellbogen. Ja, so ist schon besser. Ja, prima. Lattpose gleich hinterher. Kommt schon gut, ne? Er hat einfach diesen X-Frame und das kannst du auch nur bedingt trainieren. Öffne den Latt, zieh mal richtig raus, nach vorne ziehen. Ja, so ist gut. So ein kleiner Mini-Bodybuilder, weißt du? Ja, ja, genau. Hauen wir nochmal den Muskulatur raus. Aber sieht jetzt auch nicht so verkehrt ja aus. Die kommt auch gut. Ja. Kommt gut. Er hat einen relativ kleinen Kopf, sieht schon schön kompakt aus, muss man sagen. Also kriegt man einfach Bock auf mehr. Also Potenzial hat er ohne Ende. Und das, obwohl er Beine trainiert hat, ne? Ja. Und die eigentlich ja, ja, voll sind. Also ja. Potenzial hat er ohne Ende. Das Wichtigste im Bodybuilding ist diese X-Figuren. Die hat man oder die hat man nicht. Ganz genau. Er hat die, Fall, ne? Aber er braucht ein paar mehr Muskeln. Komm her, Jeremy. Dafür, dass du eigentlich so viel Mist gebaut hast, ne? Hatte dein Körper das sehr gut verziehen und man sieht davon nichts. Aber du hast trotzdem Zeit verschenkt, weil wie krass ja wärst du gewesen, wenn du die letzten Monate akkurat, nachdem du deinen Kurt bekommen hättest, Muskeln aufgebaut hättest, ne? Das ist der größte Struggle auch im Moment in meinem Kopf, weil es mich einfach so anscheißt, dass ich reingeschissen habe. Und darum ist es auch jetzt, wo ich mir selber so sage, es ist nicht nur jeder Tag, der zählt, sondern wirklich jedes Training und in jedem Training, jeder Satz von jeder Übung. Jede Mahlzeit, genau, und alles. Jede Stunde Schlaf, die du nachts kriegst, das sind die wichtigsten alles Sachen. Demnächst geht es für eine Woche in Skiurlaub. Ich habe davon abgeraten. Ich konnte nichts machen, er ist schon gebucht. Ich habe Papa versucht zu überreden, ihn nicht mitzunehmen. Und jetzt musst du auch wenigstens dein Essen, weil ihr seid im Hotel. Also da bin ich sehr gespannt, wie du das auf die Reihe bekommst. Ich meine, es sind zwar nur 7 Tage, aber du weißt, wie es ist, ne? Aber soll er seinen Skiurlaub genießen, ne? Ja, du sagst das so, aber er wollte eigentlich im Herbst, ne, starten. Ja. Das ist halt das eine, was man will, das andere, was man muss. Deswegen habe ich auch gesagt vorhin, es ist immer kritisch, mit 16 solche Sachen zu machen, weil für Bodybuilding muss man einfach so ein bisschen ein asozialer Mensch leben, werden. Ja, und sein Leben danach ausrichten. Ja. Das ist die traurige Message. Aber nur für Wettkampf-Bodybuilding. Ihr ja, könnt ja trotzdem einen geilen Body haben, Leute, vernünftig trainieren und das Leben genießen. Ja, und mit den besten Supplements der Welt nachhelfen. Das Ganze unterstützen, dass es auch ein bisschen einfacher ist. Weil so ein Designer, der mit Kreatin nach dem Training hat, noch keinem geschadet. Natürlich mit dem Code Johannes für maximalen Rabatt und Support.